Hand aufs Herz. Wer macht sich heute schon Sorgen um die Erhaltung der Kärntner Landeseinheit? Dabei hätten wir wieder allen Grund, wachsam zu sein. Je näher Slowenien zur EU rückt, desto unruhiger werden die heimattreuen Verbände der Deutschkärntner. Kärntner Heimatdienst und Abwehrkämpferbund haben noch immer viel zu reden in Kärnten. Wir haben uns für das Vereinsleben dieser Patrioten interessiert. Ich war ein sogenannter Ortstafelstürmer. Ja. Gebe ich zu, stehe dazu, heute noch. Wenn man noch einmal so ein dummes Gesetz bringt, bin ich wieder auf der Seite. Wenn wir Kärntner sind, sind wir alle gleich, oder? Ja, das müsste sein. Ja, alles fertig. Ja. Und wenn ich kein Kärntner bin, dann muss ich auswandern. Oder auch nicht. Ja. Oder ruhig sein, ne? Oder ruhig sein. Oder muss ich mich unterordnen? Daher, Hände weg von unserer Karawankengrenze. Weil wir Deutsche sind. Wir sind keine Slowener und Tschuschen. Ja. Oder? Wir sind Kärntner, richtige Kärntner. Der Abend des 10. Oktober. Kärnten feiert an diesem Tag den Ausgang der Volksabstimmung im Jahr 1920. Auch in der Unterkärntner Gemeinde Eberndorf sammeln sich heimattreue Kärntner zum Fackelzug. Der lokale Abwehrkämpferbund hat organisiert, Feuerwehr, Sängerbund und Kameradschaftsbund marschieren mit. Einmal durch Eberndorf und dann zum Heldendenkmal. Sogar die Spitze des Kärntner Heimatdienstes, des Dachverbandes der heimattreuen Verbände, ist heute nach Eberndorf gekommen. Kinder erinnern an die Kämpfer, die sich für Kärntens Verbleib bei Österreich einsetzten. Das waren ja richtige Helden, tapfer und voll Mut. Und Treue zur Heimat, tief drinnen im Blut. Sogar die Amerikaner sind auf uns aufmerksam geworden und haben Verständnis gezeigt für unsere Sorgen. Mit dem Abwehrkampf haben wir Kärntner erreicht. Das ist ja bekannt, dass die Leute selber haben bestimmt die Zukunft vom Land. Mein liebes Kärntnerland, dort eures Heimatland, dein wollen wir bleiben immer da. Dass der Obmann des Kärntner Heimatdienstes heuer ausgerechnet in Eberndorf spricht, hat vielleicht damit zu tun, dass hier neuerdings ein Slowene Kulturreferent der Gemeinde geworden ist und jetzt auch zweisprachige Ortstafeln gefordert werden. Zeigen wir Entschlossenheit. Wer Kärnten von Villach über Klagenfurt bis Lavamünd mit slowenischen Tafeln übersehen will, der soll sich kalte Füße holen. Denn wir dürfen es nicht zulassen, dass halb Kärnten als slowenisches Territorium abgesteckt wird. Das gilt ganz besonders auch für die Gemeinde Eberndorf, die nach dem Gesetz keine zweisprachige Gemeinde ist. Nur 12% der Eberndorfer geben laut Volkszählung Slowenisch als Muttersprache an. Für eine Anerkennung als zweisprachige Gemeinde müssten es doppelt so viele sein. Der Redner mahnt sein Publikum aber auch zur Wachsamkeit nach außen. Wahnwitzig, wer die Tür zu seiner Wohnung sperrangelweit offen lässt, um jedem Fremden beliebig Zutritt und Bleibe zu verschaffen. Dasselbe, liebe Freunde, muss doch auch für unsere Kärntner Heimat gelten, die wir auch in Zukunft vor unerwünschten Eindringlingen abgrenzen müssen, um uns Frieden, Sicherheit und Lebensqualität zu erhalten. Daher Hände weg von unserer Karawankengrenze. Ich danke euch fürs Kommen. Wir singen aber jetzt das Kärntner Heimatlied, die erste und die vierte Strophe, bitte, alle gemeinsam. Wo man mit Blut die Grenze schrieb, heißt es in der vierten Strophe des Kärntner Heimatlieds. Die heimattreuen Verbände würden nur ungern darauf verzichten, diese Zeilen zu singen. Überhaupt jetzt, wo Festredner davor warnen, dass Deutschkärntner schon in 10 Jahren Minderheit in einer Alpen-Adria-Region sein könnten. Von Schleusentoren im Süden hört man, der Überflutung der Heimat und von Existenzbedrohung. Festredner reden von Lebensraum, den man teilen werde müssen, dass es 5 vor 12 sei
und man wähnt sich in längst vergangenen Zeiten. Bei Menschen, die den Krieg mitgemacht haben, werden Erinnerungen wach. Das Gefühl, zwischen den Fronten zu stehen. Ich habe alle Menschen gern und ich habe sie noch heute gern. An jeden Menschen. Und ich helfe an jeden, wenn ich nur kann. Aber nicht so ein Haus, wie es wieder ist, diese Hetzerei, ja, erklärt sich das. In Jugoslawien unten ist genauso. Eigentlich hätten auch die Eberndorfer Slowenen gern an der Abstimmungsfeier mitwirken wollen. Im slowenischen Kulturhaus berät man über einen Brief, in dem der Abwehrkämpferbund dieses Anliegen brüsk zurückweist. Heimattreue seien schließlich in slowenischen Zeitungen als braunes Ungeziefer verunglimpft worden. Es kann aber nicht so sein, wenn jene, die 1918, 1920 und 1943 für die Teilung des Landes waren, nun jenen Kärntnern, die stets zur Heimat gestanden sind, nun Bedingungen stellen und vorschreiben, in welcher Form der Kärntner Ehrentag zu begehen ist. Das ist eine absurde Forderung gegen jede historische Gesetzmäßigkeit, die mit aller Entschiedenheit von Abwehrkämpferbund abgelehnt wird. Ich hab dich nicht erwischt gestern. Im Wirtshaus schräg gegenüber vom slowenischen Kulturhaus treffen wir die Eberndorfer Abwehrkämpfer. Jeder kann mitmachen, jeder kann mitgehen. Aber sprechen tut in dieser Beziehung entweder der Bürgermeister oder eben ich. Also, und das in deutscher Sprache. Geht man in Eberndorf auf die Straße, findet man keine so eindeutigen Grenzen der Volksgruppen. Beim Wurststand hört man Slowenisch und Deutsch nebeneinander. Die meisten Leute hier verstehen beide Sprachen, zumindest die Älteren. Ja, ich Mensch, geseh mich, Mama, du. So, bitteschön. Sein Würstchen? Aber da ist. Bitte Platz nehmen, ja, da hinten. Den Slowenenvertretern genügt das nicht. Der Gemeinderat und Eberndorfer Kulturreferent Rudolf Wug möchte auch in amtlichen Bescheiden und auf Ortstafeln seine Muttersprache lesen. Solange man bei Ämtern die slowenische Sprache nicht gebrauchen kann, solange wird die slowenische Sprache immer irgendwie als eine untergeordnete Sprache angesehen. Weil Slowenisch kann man zu Hause und im Stall sprechen, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit, weil dort ist eben nur Deutsch. Sie wollen Ihre Häuser auf Slowenisch beschriftet haben. Sie wollen eigene Ortstafeln noch. Ich meine, das kommt für mich in dieser Gegend nicht in Frage. Vor der Volksabstimmung 1920, also in der Monarchie, da hat der Historiker Wutte, im Übrigen ein bekannter deutschnationaler Historiker, von unserer Gemeinde noch geschrieben, dass es eine ausgesprochen slowenische Gemeinde ist. Und Eberndorf und Günzdorf wurden als die größeren slowenischsprachigen Ortschaften Kärntens bezeichnet. Also Sie sollen einmal zufrieden sein mit dem, was Sie haben und sollen es so ruhen lassen, so wie es jetzt ist. Das heißt, das ist meine Meinung. Ist die Gleichberechtigung verwirklicht? So ist es. Die Heimatverbände legen Wert auf ihre Überparteilichkeit. Dass der Obmann der Eberndorfer Abwehrkämpfer auch freiheitlicher Gemeinderat war, habe nichts zu bedeuten. Solange ich Obmann war, ist über Politik überhaupt nicht geredet worden. Es kann natürlich sein, der Regenfelder ist freiheitlich organisiert. Und mich wurde auch die Frage herangetragen, warum habt ihr ein Ding genommen? Habt ihr keinen anderen gefunden? Aber wie es allgemein im Vereinsleben ist, die Vereinsleiter sind vereinsmüde geworden. Und für die Öffentlichkeit tut man selten einer was. Ob es jetzt beim Singen ist oder beim Theaterspiel oder beim Oberkämpferbund oder. Das ist eine allgemeine Erscheinung hier im Land. Gell. Und so bleibt es Sache der gestandenen Männer, auf den Stellenwert der Karawankengrenze hinzuweisen und die Heimattreue hochzuhalten. So wie bei einer Veranstaltung in Galizien, einer benachbarten Gemeinde. Eingeladen hat der Kärntner Heimatdienst. Der KHD, so die Kurzform, bezeichnet sich als größte überparteilich-politische Bürgerinitiative Österreichs mit patriotischer Aufgabenstellung. Enge Verbindungen pflegt man zum Abwehrkämpferbund. Heute soll eine Botschaft für die Zukunft verkündet werden. Es geht um die Osterweiterung der EU und um angebliche großslowenische Machtgelüste. Informationsmaterial wird verteilt. Besorgniserregende Landkarten aus Slowenien,
die Teile Kärntens als slowenischen Kulturraum ausweisen. Jetzt ist eigentlich schon die Grenze anscheinend, da sowieso schaut, wo es eigentlich fast auf Freiheit ist. Slowenien. Da müsste ja Kärnten aufstehen, nicht Slowenien. Hm? Alles, was nur irgendwie als slowenisches Anspruchsdenken verstanden werden könnte, wird vom KHD penibel gesammelt und grimmig kommentiert. Bringen Ihnen einige Zitate. Wann werden uns die Österreicher unser Karantanien zurückgeben? Das ist eine von vielen solcher Aussagen, die im slowenischen Massenblatt Delo vor einiger Zeit abgedruckt wurde. Die Marburger Tageszeitung Večer bedauert, dass von den 4 berühmten Grenzsteinen des Slowenentums, und was glauben Sie, was das für slowenische Grenzsteine sind, Triest, Görz, Klagenfurt und Marburg, dass von diesen 4 Grenzsteinen des Slowenentums nach der unglücklichen Volksabstimmung nur Marburg in slowenischer Hand geblieben sei und fordert eine feste nationale Haltung in dieser Frage. Dabei haben wir Deutschkärntner diesen neu aufgeflammten großslowenischen Nationalismus in keiner Weise provoziert. Man habe die österreichischen Politiker nur immer wieder an ihre nationalen Pflichten gegenüber den Kärntnern erinnert. Und wir haben gerade wieder in den letzten Wochen mit unserer Hartnäckigkeit, möchte schon sagen mit unserer berühmten Hartnäckigkeit, Erfolg gehabt. Nach vielen vergeblichen Versuchen, die Kärntner Landesregierung zu einem entschlosseneren Auftreten gegenüber Slowenien hinsichtlich unserer berechtigten Kärntner Forderungen zu bewegen, wurde nun endlich ein erster Schritt gesetzt. Nicht zuletzt durch den Druck des Heimatdienstes habe die Kärntner Landesregierung Forderungen an den Nachbarn im Süden gestellt. Sollte Slowenien Kärntens Unterstützung in der EU wünschen, so sei vorher die deutsche Minderheit anzuerkennen, enteigneter Besitz zurückzugeben und das Atomkraftwerk Krško zu schließen. Dann machen die Zuhörer ihrem Unmut mit der heutigen Politik Luft. Ich glaube, in Kärnten sind wir in einer ganz fürchterlichen Situation. Das gesamte nationale Gedankengut ist verböhnt und wird heute unterdrückt. Glaubst du nicht, dass die Zeit reif wäre, dass der Kärntner Heimatdienst einmal aus seinem Vereinstatut einen Schritt nach vorn macht und die Kärntenpartei auswirft? Auf Landesebene, glaube ich, brauchen wir dringend und notwendig eine Kärntenpartei, die mit Wien so reden kann, wie geredet gehört. Kärnten kann doch nicht an Wien herantreten und sagen, bitte helft uns. Die Wiener sind den Steirern 1920 in den Rücken gefallen und die Untersteiermark ist weg. Und die Wiener werden uns jetzt genauso in den Rücken fallen. Von Wien fühlt man sich in dieser Runde im Stich gelassen. Und von der Kirche auch. Die sei sehr auf der Seite der Minderheit. Und so mancher ist überzeugt, ohne Unterstützung der Pfarrer gäbe es längst keine bekennenden Slowenen mehr in Unterkärnten. Liebe Freunde, wir müssen schauen, nachdem dass die Kirchen schon in Geiselhaft der Slowenen sich immer befindet, dass man wenigstens eins öffentliche Einrichtungen davon bewahrt, dass sie zu Spielwiesen werden für gewisse Slowenen. Und die will nie verallgemeinen. Und wenn man so anschaut, das ist ja die Gemeinde Galizien in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ein bisschen in Aufregung gekommen. Und wenn man das anschaut, die Sache mit der Glocke. Eine heimatbewusste Frau hat eine Glocke um 350.000 Schilling gespendet. Die Einweihung hat nicht stattfinden können, weil eben man diese Einweihung nicht in der Sprache machen wollte, wie es die Frau wünscht hätte. Die Sache mit der Möchlinger Kirche und deren Glocke interessiert uns. Nur in deutscher Sprache sollte die Messe für die neue Glocke zelebriert werden, verlangte die Spenderin, die uns als heimatbewusste Frau geschildert wurde. Für den Pfarrer kam das nicht in Frage. Zweisprachig sollte die Messe sein. Warum sie eine Glocke um 300.000 Schilling für diese Kirche spenden wollte, das könne sie uns schon erklären, meinte die fromme Frau. Wir sollten einfach einmal bei ihr vorbeischauen. Weil mein Mann ja immer so brav gewesen ist und gearbeitet hat, nach der Schicht, habe ich mir gedacht, wo er gestorben ist, na ja, jetzt tue ich auch Glocken spenden oder dann ist er dort oben verewigt, weil das Grab ja wegkommt, oder? Mhm.
Was war Ihre Bedingung? Sie haben gesagt, Sie wollen die Glocke auf Deutsch. Auf Deutsch, alles. Sie wollen auch die Messe und die Einweihung der Messe auf Deutsch, ja, haben. Das war die Bedingung, dass Sie die Glocke schenken. Ja, und das hat er nicht wollen. Warum? Weihung, ja, aber das andere Slowenisch. Warum war Ihre Bedingung nur Deutsch? Weil wir Deutsche sind. Wir sind keine Slowener und Tschuschen. Ja. Oder? Wir sind ein Kärntner, richtiger Kärntner. Aber das andere Krafel. Ja. Das sind keine richtigen Kärntner für Sie? Nein. Die Kärntner runtergeschoben, wenn es ihnen da nicht passt. Ich hätte auch nicht einmal einen Schilling dort oben geben. Einer auf Fußtritt. Und warum sind Sie so zornig auf die Slowenen? Warum sind Sie da? Weil ich Erfahrungen gehabt habe. Okay. Fertig, Schluss, passt da, ja. Mit dem Pfarrer, der das von ihr so gehasste Slowenisch mit ihrer Glocke in Verbindung bringen wollte, konnte sich Frau Kaufmann nicht einigen. Da habt die Glocke aber gehabt, hat sie gesagt. Und sie beschloss, sie eben nicht herzugeben. In Möchling gründete man ein Glockenkomitee und sammelte Geld, um Frau Kaufmann die Glocke abkaufen zu können. Ja, 100.000 haben sie gesammelt und 100.000 haben sie dann gezahlt. Das Glockenkomitee. Ja, und die Glocken haben sie selber geholt, drin und aufgezogen, auch selber. Da war sie aber nicht mehr dabei. Nur läuten hat sie die Glocke gehört. Aber sie hat nicht den Ton, wo wir früher gehabt haben, wo die anderen genommen haben. Die andere war tiefer. Mhm. Der schönere hat sie gehabt als wie dir da. Wer hat die alten Glocken geholt? Der Hitler. Oder? Sie haben sie ja verschrottet, weil sie nichts mehr gehabt haben. Für Munition und für das. Mhm. Da oben haben sie ja viel geholt. Hm? Das heißt, es waren auch schlimme Zeiten unter Hitler für Sie. Unter Hitler, nein. Aber noch hat er. Unter Hitler war es nicht schlecht für nein. Sie? Wieso? Festgehalten sei an dieser Stelle, dass gerade die Geschichte dieser Glocke und ihrer Spenderin immer wieder erzählt wird, um zu dokumentieren, wie ungerecht man heimatbewusste Deutschkärntner behandelt. Und um zu zeigen, welche Haltung die Kirche im Streit um die Einweihung letztlich einnahm. Wir haben uns alle gefreut, und das könnt ihr auch bitte so bringen, dass der Bischof zu uns kommt. Und haben gedacht, jetzt wird eine Dialogbereitschaft gezeigt. Und der hat sich aus dieser Dialogbereitschaft so ausgezogen, indem er die Weihe der Glocke in einer Sprache gemacht hat, die eigentlich niemand verstanden hat, in Lateinisch. Vielleicht meinte er es gut gemeint, aber damit, ich glaube, hat er niemandem recht gemacht. Die Geschichte der Glocke hat in der ganzen Gegend Wellen geschlagen. Weil der Pfarrer von Möchling nichts mehr zu dem Fall sagen wollte, haben wir seinen Eberndorfer Kollegen nach der Rolle der Kirche im Volksgruppenstreit gefragt. Ob wirklich die Slowenen von der Kirche bevorzugt behandelt werden? Mhm. Sie haben noch die Frage gesagt, ob wir das mehr bevorzugen. Das, zum Teil wird das schon stimmen. Warum? Weil, wenn man so die Zahlen hernimmt, so von 1900 her und weiter, dann merkt man, dass der Trend lange Zeit fallend war. Und ja, ich sage auch, wenn du zwei Kinder hast, das eine stark und kräftig und das andere schwach, dann musst du schauen, dass du dem Schwächeren die mehr zuwendest und mehr Zuwendung gibst. Bei all dem musst du aber irgendwie auch noch gerecht sein. Auf der religiösen Ebene treffen sich durchaus traditionsbewusste Vertreter beider Volksgruppen. Der ehemalige Obmann des Kärntner Abwehrkämpferbundes, Winfried Krivitsch, ist mit seinen Versöhnungssignalen in Richtung Slowenen, aber auch in Richtung jüdischer Kärntner angeeckt. Die Familie war sogar mit massiven Drohungen konfrontiert. Anfang der 90er Jahre hat er den Abwehrkämpferbund nach zahlreichen, auch öffentlichen Auseinandersetzungen verlassen. Ich habe einmal als KAB, als Oberkämpferbund Obmann, habe ich die Ehrung von jüdischen Oberkämpfern durchgeführt und so weiter. Das ist auf größten Widerstand gestoßen, beziehungsweise hat man das sehr missbillig behandelt. Wir haben jetzt so viel bei 50 Briefe bekommen und Karten, wo sie uns öffentlich, also auf offenen Karten, du hast sie irgendwo hingetan,
beschimpft haben. Das, wir sind da so einen richtigen Telefonterror ausgesetzt gewesen. Unter anderem, du Judenfreund bist noch nicht in Israel und da ich katholisch eingestellt bin, war ich sowieso nur der Kerzenschlucker oder solche Ausdrücke sind halt da gefallen. Nicht? Ja, man hat sich das Gefühl gehabt, dass wir doch irgendwo nur als Aushängeschild benutzt wird, nicht, weil man irgendwo liberal bekannt war und so weiter. Und die wirklichen Geschicke auf anderer Ebene man beschlossen. Man hat uns so lange toleriert und solange man uns gebraucht hat. Also wir wurden nur benutzt von Heimatdienst. Beim Kärntner Heimatdienst würden viele Fäden zusammenlaufen, meint Frau Krivitsch. So, Freunde, grüß euch. Servus, servus, grüß dich. Servus. Frau Krivitsch stützt sich auf Erfahrungen, als sie hier im Büro des Heimatdienstes in den 80er Jahren Sekretärin war. Nehmt Platz, setzen wir uns. Gehen wir's an. Mit Publikationen wie Ruf der Heimat und jetzt der Kärntner versucht man, die heimattreue Sache zu stärken. In Zeitschriften, die immerhin mit 200.000 Stück Auflage erscheinen. An der nächsten Ausgabe wird gerade gearbeitet. In den letzten Jahren war man immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten. Das heißt aber natürlich schon auch, dass es ein Thema war in der öffentlichen Diskussion. Gibt es Nazis beim Heimatdienst? Natürlich, ja, es war ein Thema, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das ist aber immer wieder von ganz bestimmten Gruppierungen, die wir andererseits an den extrem linken Rand der Ansiedlung gekommen. Also es gab im Umfeld vom Kärntner Heimatdienst offensichtlich auch internationale Kontakte. Ja, gibt es auch. Was haben Sie da erlebt? Na, bitte schön, kann nicht alles sagen. Wir haben sich alle getroffen überhaupt in der Zeit um die Sommersonnenwende. Da haben sie sich getroffen. Es regen Kontakte wie Deutschland, Holland, auch Frankreich, Brasilien, Argentinien. Das sind alles Freundschaften noch. Und sicher gibt es Funktionäre beim Heimatdienst, von dessen Tun der Dr. Fellner nicht alles weiß. Eure Nazis oder so irgendwas in der Richtung. Der Vorwurf war sozusagen, es gibt einige Leute, die sozusagen da irgendwo unten mitschwimmen, die, ja, ich sag, wie man es uns gesagt hat, die als alte Nazis zu bezeichnen. Ja, schauen Sie, bei 20.000 Mitgliedern und Förderern und bei einer auch in die Zehntausende gehenden Anzahl von Sympathisanten gibt es natürlich Leute, die einem extremen Rand angehören und solche Leute wird es sicher auch geben, die einerseits aufgrund unserer Arbeit Sympathie für uns empfinden und andererseits einem Gedankengut anhängen, das wir nicht vertreten. Von ihren Gegnern sind Familie Krivitsch finanzielle Unregelmäßigkeiten vorgeworfen worden. Beweise gab es letztlich nicht. Für Winfried Krivitsch hatte seine Abwahl andere Gründe. Er glaubt, er sei zu liberal gewesen. Vor allen Dingen in der Sache, mein Bestreben war es, man soll nicht wieder Gräben aufreißen, sondern man soll sie zuschütten und soll aufeinander zukommen und die Hand reichen. Denn so wie wir das Recht auf die Heimat haben, so haben es die anderen auch, die hier geboren worden sind. Ganz gleich welcher Nationalität. Ja, also die Slowenen. Ganz gleich welcher Nationalität. Ne? Immer noch stehen die Toten beider Seiten zwischen den Volksgruppen, aber in manchen Gegenden scheinen die Feindbilder zu verblassen, sogar bei den Alten. In Köttmannsdorf, wo wir den Ball des Abwehrkämpferbundes besuchen, beteuert man immer wieder, wie wunderbar hier alle miteinander auskommen. Zwang zum Volkstumsbekenntnis sei hier kein Thema. Die Musik wartet schon in den Startlöchern. Musik auf mit Kärntner Liedermarsch und die heurige Ballsaison in Köttmannsdorf ist mit unserem traditionellen Kärntner Ball, der ist immer der erste, eröffnet. Los geht's, Buben!
Parteipolitik werden wir hier nichts merken, sagen uns alle, die wir fragen. Und auch manche, die wir eigentlich gar nicht gefragt haben. Alle aus den traditionellen Lagern seien dabei beim Kärntner Abwehrkämpferbund. Schwarze, blaue und natürlich auch rote. Schauen Sie, bei unserem Abwehrkämpferbund kann heute, können Sie das sehen, es sind sehr viele Sozialisten in diesem Raum heute. Wir haben den slowenischen Professor Vakonik da bei uns als Gast. Fragen Sie mir mal, wie er sich bei uns fühlt. Das ist ganz einfach wunderbar. Es gibt keine politische Ausrichtung. Wir finden den Herrn Professor, der auch Köttmannsdorfer Gemeinderat ist, auf der Tanzfläche. Seine Tanzpartnerin, die Gattin des örtlichen Abwehrkämpferbund-Obmanns. Als wir ihn anreden und um ein Interview zu den heimattreuen Verbänden bitten, tut er sich nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Ja, es ist, ich meine, das Verhältnis der Kärntner Slowenen zum Abwehrkämpferbund, zum Abwehrkampf, ist ein sehr, milde gesagt, ein sehr ambivalentes. Naja, schauen Sie, vor 25 Jahren war der Kärntner Tafelsturm, da wurden die Ortstafeln abradiert. Das ist eine nicht besonders löbliche Tatsache in der Geschichte Kärntens. Immer wenn ein Sturm durch die Lande fegt, sind die Leute aufgerufen, wieder aufzubauen, zerstörtes, beschädigtes, gebrochenes wiederherzurichten. Bei allen versöhnlichen Signalen sind für viele Grenzen geblieben, die man noch immer nicht bereit ist zu überschreiten. In der Ortstafelfrage ist man auch heute noch zu keinen Zugeständnissen bereit. Der heutige Geschäftsführer des Kärntner Heimatdienstes führte vor 25 Jahren einen Trupp von 11 Ortstafelstürmern an. Ich war ein sogenannter Ortstafelstürmer. Ja. Gebe ich zu, stehe dazu, heute noch. Wenn man noch einmal so ein dummes Gesetz bringt, bin ich wieder auf der Seite. Trotzdem, während es anderswo immer noch nicht möglich ist, gemeinsame Feiern zuzulassen, haben gegenseitige Einladungen in Köttmannsdorf schon langjährige Tradition. Wir alle sind aufgerufen, für ein ehrliches Miteinander einzutreten und ein Zeichen dieses Miteinanders ist ja auch, dass wir uns bei unseren Veranstaltungen gegenseitig besuchen und dort auch, wenn man eingeladen wird, nie zu wirken. Es ist nie zu spät, und jedes Ende ist mal am Tag. Die martialischen Worte vom 10. Oktober, von der Blutgrenze, vom Verrat an Österreich, von den kalten Füßen, die sich Slowenen holen sollen, die scheinen hier weit weg zu sein. Zumindest für diesen Abend. Wir sind viel zu viel.